Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Wiggles. So, wir lassen jetzt mal die Wiggles so machen, ne? Und schauen uns mal erstmal das Buch an. Achso, dafür musste ich mal kurz den Wiggle anwählen. Okay, mit dem Zwerg geht's natürlich nicht. Mit dem Zwerg, mit dem Kleinen. So, mein Schwert und ich. Okay. Schwert. Ist jetzt natürlich schwierig, weil das kann eine Hand oder zwei Hand sein. Von daher habe ich keine Ahnung. Oh, ihm ist sehr alt. Ihm wird bald sterben. Okay, ihm ist somit auch raus. Ja, nicht so viele, ne? Hier, Marinus wäre gut. Aber Marinus ist bestimmt auch schon ein bisschen älter. Ja, der ist auch schon 17. Ist eigentlich auch nicht mehr so klug. Am sinnvollsten ist es halt wirklich den Jungschen. Trogvir ist jetzt quasi mit der Jüngste, aber der hat jetzt hier nur 2 und 1. Ist auch nicht so sinnvoll. Wie sieht es aus mit Lane und Tormod? Die sind jetzt auch nicht so alt. Lane, Tormod. Schauen wir mal. Kampf wollte ich. Lane, Tormod. Ach komm, wir nehmen Lane. Lane, wo bist du? Was machst du? Hast du Arbeit? Noch nicht, okay. Nee, du sollst ja gleich lesen. So. Okay, ihm, du bist sehr alt. Ach, verdammt. Jetzt ihm ausgewählt? Plus 4 in Einhänder. Okay, cool. Eben. Nee, Quatsch. Lane war das jetzt, ne? Lane. Jetzt hat sie 11 in Einhänder. Das ist natürlich genial. Aber Breitschwert ist nicht Einhänder, ne? Breitschwert war Zweihänder. Ah, muss ich wieder irgendeinen auswählen. Lennart ist jetzt auch sehr alt. Ach, verdammt. Jetzt sind ein paar geboren und ein paar sterben jetzt wieder. Das ist... natürlich nicht so super. So. Breitschwert, der ist Zweihänder, definitiv. Wir haben keine guten Waffen für Einhänder oder was? Da muss ich kurz mal ein bisschen gucken gerade. Hier liegen jetzt auch nur Keulen rum. Ah. Mist, okay. Ist halt so jetzt. Okay, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier noch eine Höhle hinkriegen. Und zwar diese da. So, wo seid ihr denn alle? Wie sieht's aus mit Bierbrauen? Essen ist okay. Oh, ich will die gar nicht wegnehmen, die hier alle so schlecht drauf sind. Also, dich und dich nehme ich mit. Komm, dir geht's auch gut. Ihn will ich irgendwie nicht. Der tut mir so leid, der ist noch so halb tot. Ey, ihr drei solltet... Mann. So, jetzt habe ich euch. Und bitte, Abmarsch. So, und jetzt werde ich nochmal unsere Zeiten ändern. Obwohl, das kann ich machen, wenn Leonard und ihm tot sind, ne? Die krepieren ja bald. Ah, ich glaube, macht dann mehr Sinn. So, Momentchen. Wie seht ihr eigentlich aus? Ich sehe dich nicht. 40 Gesundheit. Na, eure Gesundheit ist kacke. Was machst du? Du hast eine gute Gesundheit, Ulf. Du kannst mir da helfen. Ich meine, klar, es hat jetzt nichts, keinen Ausschlag, wenn die jetzt hier weiter, wenn die jetzt auch graben würden, die jetzt hier so wenig Gesundheit haben. Aber ich möchte das einfach nicht. Die sollen sich einfach jetzt in Ruhe erholen. Na, wie wenn ich halb tot wäre, möchte ich auch nicht arbeiten gehen. Von daher sei es ihnen vergönnt. So, Leonard, du allerdings nicht. Leonard. Ja. Und wir können ja ein neues Lager herstellen, denn unser altes ist ja weg. Ha! Wir haben es nicht mit rübergenommen. So klug wie wir waren. Unser ganzes Gold ist somit futsch. So, ich musste das doch mal erwähnen, denn es nagt immer noch an mir. Naja. Okay. Gut, jetzt können wir eigentlich gerade nicht so viel machen, bis die Höhle fertig ist.
Sachen sind eingestellt. In der Höhle, die ich jetzt baue, möchte ich dann gerne die Schmelze hinstellen. Mir ist gerade was eingefallen. Nicht Produktion, wie hieß denn das? Entwicklung. Da muss ich mal ganz kurz was gucken. Oh, Bordell. Dojo, ist ja interessant. Nee. Und zwar eigentlich. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Brauerei, Bier, nee, Farm, Holzkiepe, Holzhöhleiter, Schreinerei. Okay. Steinmetz. Schmiede. Okay, jetzt muss ich. Nee, die Sachen habe ich aber noch, ne? Die waren jetzt nicht noch mit in dem Lager drin. Schreinerei, genau, die stellt ja das Lager und so weiter her. Die Tischlerei, genau die. Die meinte ich. Tischlerei. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das hier alphabetisch geordnet? Ich glaube schon, ne? Tischlerei, sie ist noch eingepackt. Ah, sie ist hier. Okay, gut. Weil die möchte ich auch nämlich aufstellen. Das passt aber alles nicht rein in diese Höhle. Wir brauchen dann definitiv noch eine Höhle. Dauert aber noch. Schmelze. Eben ist fast tot. Oh je, wir müssen zu Eben. Eben, wo bist du? Eben, du bist das, ne? So, du musst jetzt mitkommen an einen Sterbeort. Und zwar hier so ungefähr. Bis dahin schaffst du es noch, hoffentlich, bevor Leonard auch fast tot ist. Ah, nun komm. Komm, 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 noch ein Stück. So, schauen wir mal, wie dramatisch sie von dann gehen wird. Ob es dramatisch wird. Überhaupt. Jetzt, oder? Na, gleich. Nein, du haust mir jetzt nicht ab, Fräulein. Okay, alles klar. Aber es musste nochmal Blut spritzen. So, ihm ist gestorben. Leonard ist fast tot. Leonard, schaffst du es noch hierher? Bin mir dessen nicht so sicher. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte ich mal gleich holen sollen, aber ich wollte unbedingt gucken. Na, er wird es nicht schaffen. Dafür ist der Weg einfach zu weit. Na, wir schauen mal, bis wohin er kommt. So, jetzt laufen wir noch die Treppe hoch. Das wäre gut, wenn du nämlich nicht auf der Treppe krepierst. Kommt einer von oben gerutscht. Hui! Oje. Oje, oje, oje. Wir schaffen es nicht mehr. Er stirbt auf der Treppe. Okay, das können wir nicht zulassen, also stirbt er hier. Ah, ja. Okay, alles klar. Das war nicht ganz so dramatisch. Du hast Freizeit, das trifft sich gut. Musst mal den, ja, die Sachen mitnehmen. Hat er nicht noch eine Waffe? Ja. Okay, dann gehst du bitte nach oben und packst hier mal die Sachen weg. Ja, ich weiß, er ist tot. So. So. Kiepe nach da hinten. Wird ja ein bisschen geortet, damit ich die Sachen natürlich wieder finde. Nicht mal so suchen muss, ist ja klar. Nee, die solltest du jetzt nicht da hinlegen. So, dann sei doch mal so nett. Und nimm die Sachen auch mit. Okay. Mützchen da hinten hin.
So, die dorthin. Ich blick nicht mehr durch. Ich schmeiß es einfach hin. So, was hast denn du hier eigentlich? Ein Händler 5. Aha. Schön. Kannst du damit überhaupt umgehen? Marinus? Guck mal ganz kurz. Zwerger, Marinus, Kampf. Ja. So, wer war denn hier mein anderer noch hier? Lane 11. Tasten du, Lane? Wo bist du überhaupt? Du hast nur einen Knüppel, Lane. Bist du gerade arbeiten? Ja, shit. Dann müssen wir kurz warten. Weil dann werde ich ihr natürlich jetzt hier diese Axt geben. Sie ist besser, ein bisschen besser zumindest als der Knüppel. So, die anderen. Seid ihr noch Babys? Baby. Baby, okay. Gut, dann werden wir trotzdem von hier oben wieder anfangen. Eins, zwei. Das passt nämlich auch gerade ganz gut mit der Arbeitszeit. Drei. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, reicht nicht. Ich muss mal 3 machen. Okay, 1. So, muss immer schön angepasst werden. Ist jetzt doch schon gewachsen? Nee. Achso, aber das könnte ich jetzt schon einstellen, oder wie? Oh, nee, so ist natürlich Kacke. Genau, lassen wir das so. So ist gut. Oh, so, also Bier ist jetzt wirklich viel da. Da sollten Sie sich jetzt nicht beschweren. Okay, dann ist jetzt die Höhle fertig. Sie ist es, okay, das ist gut. So. Also hier baut jetzt aber keiner das Lager weiter. Das finde ich uncool. Okay, dann mache ich jetzt zuerst die Schmelze oder zuerst die Tischlerei? Ich mach mal zuerst die Tischlerei. Braucht die. Die braucht Strom. Ne? Sonst wäre das jetzt nicht so angezeigt. Die braucht garantiert Strom. Und ich krieg hier nur das eine hin. Ich glaube, die braucht Strom. Bin mir da sogar sehr sicher, weil sonst wäre das nicht aufgeploppt. So, dann kommt das da auf jeden Fall hin. So, wo gehen wir weiter? Wo bauen wir noch ein paar Höhlen? Hier nehmen. Passt ja nicht mal eine kleine, wa? Nee. Ja, also die, aber die ist ja total sinnlos. Hier haben wir Schlafsachen. Hier haben wir das. Da mehren wir uns auch aus. Hier nehmen passt auch nicht mehr. Hier oben hatten wir auch Probleme. Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, in welche Richtung ich gehe. Da hier noch ein Stück, aber dann ist die Leiter wahrscheinlich zu doof. Müssten wir hier den Weg wahrscheinlich nehmen. Und mal erkunden gehen. So. Okay, also Essen haben wir jetzt echt ganz gut, aber trotzdem sollten wir das nicht vergessen. Wer arbeitet denn jetzt überhaupt, frage ich mich gerade. Okay, transportiert Pilzhüte, macht Bier, macht Freizeit. Ja, schön. Was? So, und ihr habt, ja, hat transportiert Tobschwert. Was ist das denn? Auspacken, Tischlerei, okay, alles klar. Das finde ich gut. Kann ich nämlich gleich mal gucken, was wir da jetzt herstellen könnten als nächstes.
Ja, ich werde jetzt gucken, was ich noch für die alles herstellen kann. Ne? Glaube, Luisa macht doch jetzt hier genau die Tischlerei. Okay, transportiert Raupen. Der kocht wahrscheinlich. Der macht Barbetrieb. So, und ihr seid noch Babys? Du bist noch ein Baby? Ich nicht noch ein? Rosalia, du bist kein Baby mehr. Das ist schön. Das trifft sich gut. Dann jetzt kannst du dir erstmal Sachen schnappen. Nicht wahr? Erstmal eine Kiepe. Schau ich mal Rosalia. Wie auch immer du heißt. Rosalie. Kampf. Einhänder. Einhänder. Apropos, wo ist eigentlich Lane? Lane sollte doch jetzt mal die Axt nehmen. Mal gucken, wer zuerst da ist, ne? Lane. Okay, lass mal das fallen. Machst du jetzt mal die Axt? Okay. So, Rosalie ist auf dem Weg. Natürlich noch sehr langsam unterwegs, ne? Hat ja auch noch kein Reithamster. So. Jetzt auf dir da so eine Kiepe. Und einen Reithamster. Und dann kriegst du natürlich eine Keule. Was anderes haben wir leider nicht. Gut. Und weitermachen. So, wo sind wir? Ja, Energie. Braucht Energie. Na dann, los, los. So, aber ich kann trotzdem schon mal gucken. So, was haben wir noch nicht, ne? Wir haben noch nicht Industrie. Wir haben erst Mittelalter. Das heißt Industrieküche, Steineisen und die Wanne. Die Wanne werde ich auf jeden Fall erstmal herstellen. Das auf jeden Fall. Worum ich den hinstellen werde? Kann ich hier wieder was abbauen, glaube ich. So, ein paar Minuten haben wir noch. Stellst du zufällig? Jawohl. Sehr gut. Kann ich gleich hier bleiben? So, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Es müsste ja relativ schnell gehen. Das ist ja nur so eine Kleinigkeit hier. Markenharte. Diese Namen sind echt verschärft. Naja, auch das kleine Ding braucht seine Zeit, ne? Ich muss, glaube ich, noch mal was umstellen. So, danke. Okay, und dann brauchen wir hier bitte das und das. Sehr gut. Ach, Magenhart. Du willst hier gleich anfertigen. Dann warte ich mal jetzt noch kurz. Oder macht er jetzt doch nichts? Was macht er jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, jetzt macht er Freizeit, ne? Da hat eh nichts mehr zu tun. Er holt noch Eisen. Hier liegt doch Eisen. Ach so, Eisenerz. Okay. Jetzt müssen wir erst zu Eisen verarbeiten.
Na gut, Magenhart, dich muss ich mir merken, dass du jetzt. Moment mal, ich glaube, hier Dingens ist auch jetzt groß geworden, oder wie? Ach, ich gucke, kontrolliere jetzt nochmal durch. So. Sie hat, Magenhart noch nicht. Philippa, du bist, glaube ich, Kung Fu-Type, hoffe ich. Tonio, Quintus, Annelie, Lane, Galina, Tormo. Der ist nochmal Magenhart. Oh Gott, ist das ein Name, ey. So, transportierst du jetzt wirklich noch Eisen von da ganz oben? Na ganz ehrlich, das werde ich jetzt unterbrechen. Das bringt doch eh nichts, oder? Diese Geräusche von den Wiggles manchmal schön. Ja, die sind wieder am Meckern. Das viele Bier bekommt euch nicht gut, glaube ich. Oh, du bist so langsam. Glaubst du doch nicht mehr in deiner Zeit jetzt. Aber wenn ich jetzt unterbreche, ist es da doof. Dann rennt er nicht mehr zurück und dann hat er Eisen in der Tasche. Was macht er jetzt? Hä? Hat er sich noch Pilzstämme gleich mitgenommen? Und nochmal Eisen, oder wie? Schön. Ja, mach mal, mach du mal das. Ich guck erstmal und überlege mir, wen ich jetzt nehme, um die Gegend da weiter zu erkunden. Da wird das Lager gebaut, das ist schön. Ja, hier kommen die ganzen Schwätzer, nehme ich jetzt mit. So, vier Leute. Nee, 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 nee. Einer von euch zurück. Zurück. Obwohl, kannst auch hier, nimm dir mal bitte eine Leiter mit. Wer bist du? Quintus. Okay, jetzt muss ich mir merken. Quintus macht kurz einen Abstecher zum Lager. Ah, das hier ist so doof, ne? Mit dieser kleinen Kuhle hier. Wie ich zu weit gegraben habe. Oh, ich sehe aber gerade schon, dass die Zeit eigentlich schon ganz schön fortgeschritten ist, aber. Okay, ein Stückchen gehen wir jetzt noch und ich möchte jetzt Quintus wenigstens auch noch den Auftrag geben, dorthin zu gehen. Dazu bräuchte er aber erstmal die Leiter in seiner Tasche. Na, vielleicht sollte ich mit diesem kurzen Abschnitt ja auch nochmal eine Leiter hinzimmern da. Okay, hast du? Hast du. Gut. Dann kommst du mal hier runter. Wow, wow, oh Kacke. Das ist ja mega Kacke. Oh, Scheiße. Das kriegt doch nie hin. Halt. Irgendeiner, du. Ihr müsst da raufkloppen. Ihr müsst ihn runterschicken. Einfach raufhauen. Einfach raufhauen. Haut doch einfach rauf. Oh, danke. Ist doch wohl nicht wahr. Nee, 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 ihr sollt jetzt nicht darunter gehen. Ihr bleibt schön hier stehen. Kommst du wieder hoch? Verdammt. So. Stehen bleiben. Ihr dürft euch jetzt nicht hier wegbewegen. Und ich brauche Hilfe. Hilfe. Du gehst nicht weg, habe ich gesagt. Verdammt. Ja, haut doch auf, haut drauf, haut einfach auf. Scheiße. Kämpft. Oje, halt. Okay, die Länge, die Folge wird zu lang. Ich mache hier einen ganz schnellen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? Ich mache jetzt hier weiter. Halt die da in Schacht und hoffe, dass wir die dann besiegen in der nächsten Folge. Also in dem Sinne, macht es gut. Tschüss.